Richtig unnormal, ey. Was ist das für eine Explosion? Warte, also für alle Leute. Gegner, warte, ich will mal testen. Ich will mal testen. Ja, geh okay. Mal weiter weg. Ja, ja. Komm zurück, 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 zurück. Wir testen. Oh, das. Oh, der ist voll schnell. Wir wirf. Oh nein! Ich glaub das nicht. Moin ihr Zabiaster und Zabiasterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von TerraMind zusammen mit dem lieben Zander. Ja, hallo! So, und ich werde jetzt in der heutigen Folge erstmal hier die wunderschöne Truhe, die wir uns unserer letzten Tour gefunden haben, platzieren und die jetzt direkt erstmal hier mit meinem ganzen Krempel, den ich habe, vollstopfen. Also für die Leute, die sich gerade fragen, warum wir direkt jetzt oben sind, weil wir vorhin noch in der Mine waren, wir sind jetzt einfach unten aus den Katakomben da rausgelaufen. Ah, sollen wir eigentlich gleich nochmal in die Mine reingehen, schnell? Ja, ich würde sagen, ne? Also wir haben auf jeden Fall unten ordentlich noch was zu erforschen, aber ich würde gucken, dass wir uns jetzt mal ein bisschen das Inventar leer machen und auf jeden Fall, Ja, ich tue das gerade hier schon mal so ein bisschen, dass wenigstens etwas Ordnung drin ist. Ach, Moment, genau. Hast du Holz? Ich habe Holz, ja. Ja, pass auf, du mir das mal geben? Warte mal, dieses Rich Mahagoni, das nimmst du jetzt mal hier aus der Kiste raus. Das habe ich dir nämlich in der letzten Folge gesagt. Und dann legst du das Ganze mal in dein Crafting-Feld mal rein. Moment. Ah! Hä? Okay, aber ich brauche trotzdem noch Holz. Ja, warte, ich leg dir Holz in die Kiste rein. Hier in der Kiste ist Holz drin. Okay, sehr geil. So, Moment. Was hatte ich gesagt? Wie viel Holz brauchen wir für ein Bett? Oh, ich glaube 6 oder so. Wir haben eine richtig lange Liste jetzt mit allen Sachen, die man in diesem Spiel craften kann. Es ist richtig unfassbar, wie viele Sachen man einfach machen kann. Das ist krass. Und da steht alles drin und jetzt ist es halt einfach so, das haben wir in der letzten Folge schon rausgefunden, dass man die Sachen so craftet, indem man einfach die Anzahl der Blöcke oder der Sachen einfach da reinlegt in die Workbench. Also nicht irgendwie anordnen, sondern man muss das einfach nur da reinwerfen und dann kommen die Sachen da raus. Aber die Liste ist einfach so lang, dass ich jetzt, war das relativ oben oder war das unten irgendwo? Also mehr so mittig. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Holz das jetzt genau war. Bad. Was stand denn da? Einfach nur Bett? Weil ich guck gerade ganz kurz mal rein. Ja, da stand einfach nur Bett. Bad. Da, Bad. Block. Workbench. Ja, 15 mal Shit hier. 15 mal Wood, 5 mal Cobweb und einmal Bottle. Okay, 15. Hast du denn Cobweb? Ja, habe ich. 5. Was ist denn das überhaupt? Bottle. Und ach, eine ich Bottle. Idiot. Ich bin so dumm, ne? Was denn? Ohne Witz, ich bin richtiger Kevin. Ich habe das in der Schmiede gemacht. Oh Mann, Alter, ey. Ja, ich habe nochmal 13. Ich war erstmal so ruhig, weiß nicht, was er jetzt sagen soll. Ich habe jetzt gerade gedacht, so. Ey! Ey, ich sterbe! Kevin, geh weg! Alter, mach das nie wieder! Ich wusste noch nicht, dass die in dir drin spawnen, die Dinger. Oh, richtig. So, warte gut, mal. 6 wird 15. So. Dann einfach so. 5 und eine Bottle. Das ist richtig. Aber der macht nicht das Bett, obwohl ich da 15 drinne habe jetzt. Was machst du da, Junge? Das ist richtig schade, dass sie sich wieder auflösen, die Blöcke. Ich krieg das nicht hin. Was denn? Warum? Der baut das bei mir nicht. Mach ich das denn richtig an der Workbench? Pass 100%? Auf, hier steht, wo steht es? Bett. Workbench. An der Workbench musst du es machen. Dann brauchst du 15 Wood, 5 mal Cobweb und einmal eine Bottle. Aber der sagt nicht... warte. Hä? Die Bottle, die kommt da gar nicht rein. Warum? Ich hab das Bett aber. Ich hab's jetzt. Die Bottle ist nicht richtig gewesen. Hier, guck. Jetzt haben wir das Bett. Ah, jetzt. Oh. Brauchen Mann. Wir denn ein Bett oder brauchen wir nur zwei? Brauchen wir zwei Betten? Ich glaub, du kannst da jetzt auch drinnen schlafen. Ich weiß es nicht. Dann geh mal weg. Du darfst auch in meinem Bett mitschlafen. Okay. So. So, dann lege ich aber auch nochmal mein ganzes Zeug hier aus dem Inventar. Lege ich da auch nochmal rein, weil ich habe noch richtig viel Zeug. Copper. Das noch. Warte mal, die Schuhe kann ich auch noch anziehen. Hey, warum kann ich die Schuhe hier nicht anziehen? Oh, den Diamanten tun wir auch da drinnen lieber safen erstmal. Auf jeden mal, ne? Fall. Und was ist mit diesem Eisrod? Den würde ich auch sagen, tun wir auch. Ne, den nehmen wir mit, ey. Der ist eigentlich. Ja, zur Sicherheit. Oh, ist jetzt eigentlich Tag draußen wieder? Ne, es ist noch dunkel. Ich werde jetzt eben was machen. Ich habe hier so viele von diesen Samen hier zum Bäume. Bäume. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ich stelle die jetzt alle hier auf, damit hier. Oh, da kommt ein Zombie.
Ja, wir müssen gleich gucken, dass wir uns auf jeden Fall auch Schwerter und so craften. Wir müssen, wollte ich gerade sagen, hier ist Silver Ore. Wir haben 32 Silver Ore. Ich guck mal ganz kurz in der Liste. Also wenn euch das irgendwie stört oder so, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil das ist einfach so viel zu craften, dass man einfach zwischendurch nochmal hier reingucken muss in diese Liste, damit man so ein bisschen klarkommt. Und hier ist Grip, bla bla, Ice Torch, Color Torch, Hier ist eine Iron Pickaxe. Dafür machen wir Iron Bar, aber ich weiß gar nicht, wie macht man denn Iron Bar? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte. Zander, komm bitte raus! Hilfe! Hilfe! Junge, was machst du hier? Hilfe! Das geht ab! Ohne Witz, da lässt man nicht mal 5 Minuten alleine vor der Haustür. Ich wollte einfach nur ein paar Dinger da reinpflücken und dann kommen die ganzen Zombies. Ich hatte aber keine Angst gehabt. Hey, wie macht man das denn? Wie macht man Silber? Du musst 3 Stück da rein tun. Du ordne die einfach in der Ecke rein, die 3 so. Also, ja, in die Ecke einfach rein. Siehst du das, was ich hier mache? Nee, 4 Stück musst du reinmachen. Silverbar. Okay. Ja, 4. Gut, das kann sein, weil der vielleicht mehr wert ist, dass du mehr davon brauchst. Das kann sein. Dann mache ich jetzt mal ganz viele Silverbars aus dem Silbereisen, ja? Ja, da, wir können uns Schwerter daraus craften. Ja, deswegen, wir wissen, wie die gehen. Ich weiß, wie die gehen. Ich hab's. Nee, warte mal. Schwerter weiß ich gar nicht. Das war gelogen. Ich hab dich wir müssen auch gucken, wie die Brustpanzer und so gehen. Dann könnten wir uns aus Holz eine Hose und einen Brustpanzer noch machen. Wir können aber zum Beispiel eine Pickaxe können wir jetzt machen. Oder eine Axe. Hier, Sword. Sword. Silver Sword. Iron Sword. 7 Stück. Was? Associated Bars? Wie baue ich das denn? Hä? Was? Was will der von mir? Ansonsten können wir ja erstmal unten die Spinnen machen und so gucken, was der da in der Mine ist. Ja, ich leg die Iron Bars lege ich jetzt erstmal hier rein. Da müssen wir beim nächsten Mal irgendwie mal gucken. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, lass uns erstmal nach unten gehen und dann gucken, dass wir da unten erstmal die Spinnen kaputt machen. Und unten erstmal noch erforschen und vor allen Dingen auch weitere Dinge zu holen. Hast du das Dynamit mitgenommen? Ja. Ja, okay, alles klar, weil damit können wir uns ja echt Gänge sprengen, ne? Ja, oder im Notfall verteidigen. Ja, im Notfall ein bisschen verteidigen. Ja. Wir rotten einfach den ganzen Gegner direkt aus hier, ey. Ja. So, hier lang, ne? Ja. Warte mal, da setze ich mal eben kurz einen Stein nochmal rein, ey. So. Und hier ist das kleine Loch, was du gesprengt hast. Ja. Ey, richtig unnormal, ey. Was ist das für eine Explosion? Warte, also für alle Leute. Warte, ich will mal testen. Ja, geh okay. Mal weiter weg. Ja, ja. Komm zurück. Wir testen das. Der ist voll schnell. Ja, wirf. Oh nein! Du glaubst es nicht! Du bist so ein Vollidiot! Hast du das jetzt gegen die Wand geworfen? Nein, auf den drauf! Oh Mann! Aber ich bin im Bett gespawnt! Ich auch! Alle unsere. Gute Nachricht! Alle unsere. Wo bist du? Ich sehe dich aber nicht! Ich bin runtergegangen, schau, also ich guck, ob unsere Sachen da liegen noch. Ja, okay. Weil ich weiß nicht, ob die hochgesprengt sind, weil die sind ja erst gedroppt, nachdem das schon explodiert ist. Ja, aber einer von uns beiden ist als erstes gestorben. Du bist so eine Pflaume, ey. Nein, unsere Sachen sind alle weg. Nee. Oh Gott, und weil das jetzt, oh, hier sind Zombies, oioioi. Wir müssen uns Holzschwerter und so craften. Ja, ich bin wieder oben, ich crafte dann Holzschwerter. Ich komme hier nicht raus, weil die Zombies versperren mir den Weg. Oh nein. So eine Scheiße, ey. Kevin, du bist... Ehrlich. Oh Mann, ich würde jetzt gerne wissen, wie man das baut, aber das Problem ist, hier steht, dass man Associated Bars machen muss, aber ich weiß nicht, wie man die craftet. Wir sollten uns erstmal Holz... Oh, wir haben ja auch gar keine Äxte, gar nichts haben wir mehr, ne? Nee, wir haben gar nichts mehr. Ich weiß, dass am Spawn noch eine Kiste ist, weil wir zu zweit gespawnt sind, wo noch einmal eine komplette Grundausstattung drin ist. Soll ich uns das holen gehen? Ich weiß ja den Weg dorthin. Nee, ist doch egal. Das Problem ist, pass auf, ich weiß wo in der Liste, wo das drinsteht, aber wir brauchen so ein Associated Bar, so heißt das. Aber ich weiß nicht, wie man das craftet. Für was für alles braucht man das? Nein, wir brauchen das, um, also die Holzwerkzeuge sind super simpel. Aber ja, lass uns erstmal Holzwerkzeuge craften, dass wir überhaupt was haben, oder? Okay, alles klar, machen wir es. Dann machen wir uns eine komplette Holzrüstung. Boah, Alter, ich hab komplett, ne? Eine Herzenreihe und ich hab noch 2 extra Herzen durch dieses eine Herz, was ich gefunden hatte, ne? Ja? Und ich hatte ja noch Holzrüstung, ich bin direkt gestorben. Boah, das macht so viel Schaden, das Dynamit. Das ist richtig übertrieben. Hier, pass auf, ich geb dir erstmal ein Holzschwert. Das lege ich hier rein, ist jetzt drin.
Aber ich weiß nicht, wie man Dingens craftet. Ich weiß, der ich hab den Wooden Hammer, hab ich jetzt. Teste mal was, wir haben ja Stein. Nee, aber man kann... Ach, warte, nee, das ist die falsche. Muss man hier testen, warte. Nee. Wir haben doch Stein, kann man daraus nicht auch Steinwaffen und so craften? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie hast du denn das Schwert gecraftet? Was hast du dafür reingetan? Ich hab, ich glaube irgendwie 7 Holz oder so. Hä? Kommen die von unten? Ja. Boah, und Kevin, weißt du, was das Schlimmste ist? Stell dir mal vor, wir hätten die Sachen vorher nicht in der Kiste gespeichert. Wäre alles weg gewesen. Ja, dann wäre alles weg. Wie hast du das Holzschwert jetzt gecraftet nochmal? Ich habe das Holzschwert gecraftet, indem ich einfach 6 oder 7 Holz reingelegt habe. Ich habe keine Ahnung, ey, wie man das hier macht. Alles. Ich lege hier einfach mal irgendwie Stein, Zeug aus rein. Aus Steinblöcken scheint man nicht irgendwie einfach ein Schwert craften zu können. Ich habe echt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Iron Anvil, ne? So, pass auf, ich kann jetzt zum Beispiel Wooden Chair, Wooden, warte mal, Wooden Pickaxe. Irgendwo stand hier Pickaxe, hier, Pickaxe. Chopper Pickaxe, also Chopper, Copper. Copper Pickaxe, ja, sag mal, Chopper, das, der eine oder andere kennt das doch aus Tech Town. Chopper Pickaxe. Da braucht man eine Copper Bar für. So, und Copper, haben wir Copper? Macht man denn eine Axt? Also Copper haben wir, ja. Wir haben 2 Copper Bars, ne? So, warte mal, eine Copper Pickaxe bauen wir aus 12 Copper Bar. Haben wir 12 Kupfer? Nee, wir haben 2. Wir müssen uns erstmal eine Holz- oder eine Stein-Pickaxe craften. Ja, aber warte mal, hier ist eine Copper Pickaxe. Iron Pickaxe, Silver, Gold. Pickaxe. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wie man sich eine Wooden Chair. Ansonsten müssen wir einfach erstmal vielleicht ein bisschen Höhlen erforschen gehen und da Kisten finden und kriegen da vielleicht auch Sachen, weil da habe ich ja diesen Zauberstab und so ein Kram her, ne? Ja. Weil das ist ja eigentlich bei Terraria auch mehr so der Fall. Man geht ja rum und sucht Höhlen und so ein Kram. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt, weil wir einmal aufs Maul bekommen haben, dass wir jetzt keine Werkzeuge mehr craften können. Sind wir ja eigentlich, es gibt doch eigentlich noch Holzspitzhacke und so ein Kram. Das gibt's auch in Terraria, das muss ja auch hier geben. Ja, aber ich weiß nicht, wie man das craftet. Ich finde das hier in dieser Liste nicht. Da müsste ich stundenlang suchen. Ey, aua! Was? Aua. Wo? Ey, jetzt, aua! Das ist, glaube ich, ein Komet ist hier eingeschlagen. Wo bist du denn? Nämlich, es gibt einen Komet, jetzt komm mal raus aus dem Haus. Bist du an der Oberfläche? Ja, ich bin nur so ein Stück aus dem Haus rausgegangen. Komm mal mit. Komm mal mit. Nach rechts, nach links. Da. Hier oben. Warte, ich komm. Weil es gibt ja auch Kometenerz und sowas. Ja, genau, hier. Ich weiß. Jo. Ey, jetzt sag nicht, das verbreitet sich wieder. Nein, ich weiß nicht, geh mal. Ich weiß nicht. Doch, das ist das. Wow, hier brennt man. Ja, das ist ein Kometenerz. Das ist, oder Höllenerz, ich weiß es nicht. Das braucht man für irgendwas. Aber wir können das noch nicht abbauen. Wir müssen mal schauen. Wir können das jetzt so oder so nicht abbauen, weil wir einfach gar keine Werkzeuge gerade mehr haben. Ja. Wir sind richtig am Arsch. Wir müssen mal schauen, dass wir welche kriegen. Das kann sein, dass wir erst wieder Höhlen suchen müssen und da Kisten haben müssen. Ja, aber wir kommen ja nicht in Höhlen rein ohne Werkzeug. Also zumindest nicht richtig gut. So, weißt du? Also es gibt ja an der Oberfläche welche, aber ich versuche mal, ob ich den Weg zurückfinde. Dann hole ich da aus der Kiste. Wir hatten da ja noch was. Okay. Ja, pass auf, dann gehe ich unten mal in die Höhle rein und guck mal, ob ich da eventuell noch eine Kiste finde. Ja? Ja. Weil da ging es ja noch ein bisschen, ging es ja noch weiter in der Höhle, in der wir drin waren. Ja. Wir haben das ja nur so blöd zugebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Und wenn ich jetzt sterben sollte, ist auch egal. Ich hab ja jetzt nur ein Schwert. So viel ist das ja jetzt auch nicht. Ah, du bist so ein richtiger Kevin, ey. Tötet der uns einfach mit einem Dynamit. Ja, ich hab gesagt die ganze Zeit, geh weg, ich will das schmeißen. Ich bin noch weggegangen, der aber... Der Zombie ist zu schnell. Der war auch voll schnell, ohne Witz. Die sind einfach mega die Löcher, ey. Alter Schwede, hier ist eine richtig dicke Höhle. LOL! Also hier ist nichts. Ach scheiße, hier kommen wir jetzt nicht lang. Nein, ich komme da nicht dran. Ey, wir müssen uns... Ich schreibe mir die Koordinaten auf. Ich habe eine Höhle gefunden, wo ein Extraherz steht. Okay. Okay, dann schreib dir die Koordinaten auf und ich würde sagen, wir gucken auf jeden Fall dann mal nochmal vernünftig die Crafting-Rezepte durch, damit wir nämlich gucken können, wie die ganzen Rezepte gehen, damit wir uns auch in der nächsten Folge dann einfach die Sachen nochmal neu craften können, würde ich sagen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Alles klar, okay, dann würde ich sagen, beenden wir einfach an der Stelle die Folge, weil sonst, wir ja. gucken dann einfach, wie die Rezepte funktionieren. Ich habe hier ein riesiges Höhlensystem gefunden auch. Alles klar. Da kann ich die nächste Folge weitermachen hier. Okay, super. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Lasst eine positive Wertung da, wenn euch die Folge Spaß gemacht hat. Schreibt ein paar Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Terra Mine. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Tschüss.